keinen Plan, wo das herkommt, dass Leute immer denken, dass Neid das gleiche ist wie Missgunst. Nee, Neid ist definitiv nicht gleich Missgunst, nee. Neid ist nicht gleich Missgunst. Also wenn man jetzt wirklich sich das mal betrachtet in der heutigen Zeit, ne? Du hast ja jetzt Menschen, die Influencer sind oder Content Creator, die dir nahestehen. Also die kannst du jeden Tag gucken, die sind ja für dich ein bisschen zum Anfassen da. Sie sind ja sehr nah an dir dran und man hat so einen persönlichen Kontakt zu denen. Und dann hast du halt mit denen auf eine gewisse Art und Weise ja so eine einseitige Beziehung aufgebaut. So. Und wenn diese Leute Sachen bekommen, was ja nun nicht unbedingt wenig ist, um Werbung zu machen, ist das ja eine neue Art von Werbung, die auf 2023 gemünzt ist. Weil früher hast du Radiowerbung gehabt, Fernsehwerbung und sowas und jetzt hast du halt dein Lieblings-Content-Creator, der Werbung macht für Dinge. Und ich hatte zum Beispiel letztens auch jemand, der hat, als ich meine Computer ausgepackt habe, hat er sich darüber geäußert, dass er es scheiße findet, dass dort jetzt in einem Video die Rechner noch gezeigt werden und man das den Leuten immer so unter die Nase reiben muss. Und ich glaube, an der Stelle verstehen Menschen, die nicht ganz so viel im Internet sind und was völlig fein ist und auch überhaupt nicht schlimm ist, die am alltäglichen Leben teilnehmen, verstehen, glaube ich, immer Mist, dass diese Sachen nicht für umsonst kommen. Die Sachen kommen nicht für umsonst. Also es ist jetzt nicht so, als wenn die Firmen zu dir kommen und dir das einfach vor die Füße werfen und sagen, ja hier, nimm den Scheiß und mach mal. Sondern du musst ja auch auf eine gewisse Art und Weise eine Gegenleistung bringen. Ne? Also wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, wenn wir jetzt mal die Bildschirme nehmen. Ne? Also die Bildschirme sind jetzt gestellt an der Stelle und das sind 3000 Euro. Die schiebt dir ja jetzt nicht einer irgendwie in den Arsch, weil er sagt, jo, ich hab dich lieb, kussi kussi und mach mal. Also solche Firmen gibt's auch. Schöne Grüße gehen raus an Henry, dankeschön. Du bist ein Engel und ein Schatz. Gibt es auch, das ist aber sehr, sehr wenig. Wo keine Erwartung dahinter steckt. Und an dieser Stelle, um halt irgendwie Content zu machen, dass man beispielsweise wie meine Wenigkeit Reviews machen kann, werden mir Produkte zugestellt, dazu mache ich Videos, also mache ich auch in einem gewissen Rahmen Werbung dafür. So, jetzt kann man sich hinsetzen und sagen, boah, das ist ja richtig scheiße, du bist ein richtiger Pfeifenaugus, du kriegst alles in den Arsch geblasen und hast alles umsonst. Dann können wir gerne tauschen. Und dann kannst du dich gerne, nachdem du deine Fresse 8 Stunden am Tag in die Kamera gehalten hast und deinen Käse gemacht hast, darfst du danach noch die YouTube-Videos dazu aufnehmen und das Ganze dann fertig machen. Und ich glaube, das unterschätzen oder missverstehen Menschen immer, dass da als Gegenleistung auch Arbeit geboten wird. Und da braucht man auch an der Stelle gar nicht missgünstig sein, sondern sagt sich einfach, okay, krass, der hat das. Dafür hat er es aber für mich auch mal getestet. Ich kann mir seine Review angucken und vielleicht spare ich dann einen Taler und muss es nicht kaufen. Und ob du jetzt missgünstig bist oder nicht, ich glaube, wenn man missgünstig ist, dann läuft generell ein bisschen was schief im eigenen Leben, würde ich mal vermuten. Weil wenn ich sowas sehe, also ich bekomme ja nur auch nicht alles und ich habe auch Content-Creator-Kollegen, die weitaus geilere Sachen haben und auch bekommen von anderen Firmen, was mich aber gar nicht stört, weil ich mich total freue für die Menschen. Ich aber an einer gewissen Stelle positiv neidisch bin, ich hätte es halt auch gerne. So. Und Missgunst ist an der Stelle völlig fehl am Platz. Weil am Ende des Tages hast du genau dieselbe Möglichkeit, das auch zu tun. Kannst dich gerne hinsetzen, kannst einen Kanal aufmachen, kannst dir angucken, ob die Leute das annehmen und ob Firmen mit dir gerne zusammenarbeiten möchten. Die Möglichkeit hast du. Oder du freust dich einfach für den Menschen, der das hat, bist positiv neidisch oder sagst einfach gar nichts dazu. Mich persönlich stört das nicht, wenn Leute das sagen, weil ich damit überhaupt gar keine Schwierigkeiten habe und das auch immer transparent auf den Tisch lege. Also es gibt ganze Rechenbeispiele, wo wir ausgerechnet haben, was ich bezahlt habe und was gesponsert ist an der Stelle. Und ich kann euch sagen, dass über 3/4 meines Büros aus meiner eigenen Tasche bezahlt wurde. Also eigentlich aus eurer Tasche, aber aus meiner Tasche, weil es landet auf meinem Konto. Und nur wenn man 3 Sachen zugeschickt kriegt, heißt das nicht, dass man am Ende irgendwie alles gesponiert gekriegt hat. Also seid einfach nicht neidisch auf Menschen. Oder missgünstig. Missgünstig ist das bessere Wort. Seid einfach nicht missgünstig. Wenn du möchtest, kannst du es ja auch selber machen. Freu dich für andere, dass sie das haben können. Du musst dich nicht für mich freuen, weil mir ist das egal. Also ich sonne mich nicht in deiner Freude, weil ich mich auch für mich alleine freuen kann. Am Ende ist es mein Job, die Sachen mir anzugucken, dir meinen Reis dazu zu geben. Und wenn du es kaufen willst, kaufst du es. Wenn du es nicht kaufen willst, kaufst du es nicht. Punkt. Aus. Ende Gelände. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss.